Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Heute ist Feralnacht, Blutmond, die Nacht der Nächte, Tag Nummer 70. Und ich bin gespannt, wie lange dieses Let's Play noch laufen wird, denn Alpha 22 rückt immer näher. In großen Schritten. In ganz, ganz großen Schritten. Können wir hier noch irgendwas machen? Zum Beispiel, was haben wir? Was ist das da für Zeug? Das sind Eisendarts, ne? Darts. Hier, da. So, schmeiß an den Kram. Und hier kann man da bestimmt noch Zement machen. So, da laufen auch noch. Ja, gut. Gut, das sieht alles gut aus. Hier ist wieder ein bisschen Messing drin. Warum ist denn das hier so? Könnte man doch mal so machen, ne? So, hier Patronenhülsen, immer her damit. Hier, Blei, auch gut. Dann machen wir hier noch ein paar Geschossspitzen, wa? Sehr schön. Ich glaube, ich mache die auch mal gerade leer, die ganzen Schmieden. Nehmen das mal alles raus, was hier so rauskommt. Und dann packen wir das mal weg. So, wie sieht es denn hier aus? An der Munitionsfront. Da kommt 9mm Munition raus. Hier auch. Hier auch. Das hat man wohl gerade erst leer gemacht, hä? In der letzten Folge. Also, neue Aufnahmesession, ja? Für alle, die es interessiert. Ach ja, 30.000 Sand. Sehr schön. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Eigentlich könnten wir hier hinten... Schmeiß mal den da hinten an. Noch, die lassen wir mal zu Deko-Zwecken stehen. So. Eisen, Stahl. Das da rein. Stein. Da machen wir das hin. Da machen wir das hin. Und das. Und dann haben wir hier Munitionszubehör. Ja, also Hülsen haben wir, glaube ich, für den Anfang erstmal genug. So, hier Robotik. Da machen wir das. Und 9mm. Da haben wir jetzt auch 5000 Schuss. Und wir haben 4000 Schuss dafür. Und wir haben auch noch Joschrot. Naja, das sieht doch gut aus für die Feralnacht. Hör mal, das sieht aber sowas von lecker cremig aus. So, dann gehen wir mal hier runter. Und leeres Glas. Machen wir da rein. Und dann gucken wir mal gerade hier. Die können wir mal essen. Dann haben wir da noch 4 Dosen Soljanka. Ja, da haben wir auch noch was zu essen. Und Tee haben wir auch noch. So, trinken wir mal 2. Um Essen kümmern wir uns dann irgendwann wieder. Falls wir das überhaupt noch müssen. Ne? Weil wie gesagt, also Alpha 22. Da gibt es auch schon ein Update-Video zu von Guns Nerds and Steel. Falls der euch was sagt. Habe ich mal bei mir im Discord gepostet, weil die Alpha 22, die wird auf der PAX in Amerika, so eine Gaming-Messe ist das, die wird da nochmal vorgestellt, kommt auch für Konsolen und die PAX ist Ende diesen Monats, also Ende März, also 24. März oder so irgendwie und gut möglich, dass dann direkt kurz danach das Streamer-Wochenende ist und dann irgendwie eine Woche später Release von der Alpha 22. Also gut möglich, dass die irgendwie Anfang, Mitte, vielleicht Ende April kommt. Von daher schauen wir mal. Schauen wir mal, wie weit das hier noch geht. So, jetzt ist die Frage. Wir haben alles eigentlich, was wir für die Feralnacht brauchen. Da müssen wir uns keinen Kopf drum machen. Ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich denn an der letzten Folge vor? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme mir jetzt einfach mal hier den Beton und das. Und dann nehme ich mir noch hier den Werkzeug. Nehme mir noch hier die Nagelpistole. Und wir nehmen uns das Ding hier, weil irgendjemand hat nämlich eine ganz coole Idee gehabt. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, bau dir doch hier hinten links einen Raum für die Generatoren. Weil die haben wir ja hier drunter geschmissen, die Dinge. Und das mache ich auch. Das ist echt eine coole Idee. Hätte können von mir sein. Nur ich war mal wieder zu blöd, um drauf zu kommen.
Also, machen wir hier kurzerhand einfach mal, wie machen wir das? Ich mach mal Fußboden. Fangen wir mal mit dem Fußboden an. Der muss ja sowieso rein. Und dann schauen wir mal. Ja, für die Konsolenspieler gibt es auch 1, 2, 3 bei mir im Discord. Falls ihr Lust und Laune habt, ins Discord zu kommen, ist übrigens unten verlinkt, ja. Die Konsolenspieler, für die läuft das mit der Alpha 22 zwar auch gut, die werden die auch bekommen, aber da gibt es was anderes, was ein bisschen doof ist. Ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt und finde das auch genauso kacke, nämlich ich glaube, die Konsolenspieler müssen sich 7 Days to Die neu kaufen. Und ja, das hat einen bösen Beigeschmack. Das Problem ist aber an der Sache, wenn ich das mir korrekt zusammenreime, das ist ja schon ein paar Jahre her, das war ja mit Alpha 15, dass die Funpimps gesagt haben, wir machen eine Konsolenversion. Und die haben das damals bei der Alpha 15 an irgendwie ein anderes Unternehmen abgegeben, die damals die Konsolenversion gemacht haben. Und die haben, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die die Rechte an dem Portierungscode und die sind aber pleite gegangen. Und deswegen gibt es bis heute keine ordentlichen Updates für die Konsolenversion. Woraufhin die Funpimps gesagt haben, okay, wir machen den ganzen Scheiß für die Konsole nochmal neu und machen es diesmal selber. Weil damals konnten sie es nicht, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich nicht genügend Manpower, nicht genügend Zeit. Deswegen haben sie es damals abgegeben, jetzt haben sie es neu gemacht, aus eigener Kraft. Und die heißt dann, die neue Konsolenversion heißt 7 Days to Die Apocalypse. Und das ist ein anderes Spiel. Also, es ist dasselbe Spiel, es ist 7 Days to Die, aber es ist rein rechtlich gesehen. Wie ist der denn hier rüber gekrabbelt? Junge, gibt's ja wohl nicht. Aber das ist wohl ein komplett neu entwickeltes Spiel von den Funpimps selber. Also, es ist nicht dasselbe 7 Days to Die wie das, was damals auf die Konsole portiert wurde. Und aufgrund dieser rechtlichen Hintergründe mussten die da ein komplett neues Spiel draus machen. Und deswegen müssen wohl oder übel die Konsolen-User sich die 7 Days to Die Apocalypse Version kaufen. Natürlich nicht so schön. Hör mal. Ist der da in meinem Auto rum? Du siehst jetzt nicht unbedingt aus wie ein Kfz-Mechaniker. Wollte ich nur mal so anmerken. Frisst der da in meiner Karre, ey? Wie ist denn der Hirsch überhaupt da hingekommen und verreckt? Also ich habe den nicht überfahren. Naja, auf jeden Fall, das ist halt nicht so schön. Das da auch nicht, den habe ich falsch gesetzt, den Block. Bin noch nicht so richtig drin. Neue Aufnahmesession und ich kann auch nur eine Folge machen jetzt gerade, weil mir fehlt ein bisschen die Zeit. Ich habe das ganze Wochenende an meiner Website gebastelt und frag nicht nach Sonnenschein, ey. Alles nochmal umgebaut und keine Ahnung, ey. Hab mich mit Cascading Style Sheets da rumgeprügelt. So, dann machen wir das hier so. Gut zu wissen.
So. Ja. Ne? Naja, auf jeden Fall, ich habe an meiner Website rumgeschraubselt. Wie ein Weltmeister. Und so langsam wird sie fertig. Ey, ist unfassbar. Soll man kaum glauben. Aber es ist immer noch relativ viel Arbeit. Naja. So, was gibt's sonst noch so Neues zu sagen zu Seven Days to Die? Es wird neue Rüstungen geben. Verschiedene Typen. Mit verschiedenen Boni auch zum Teil. Die Zombies wurden überarbeitet. Es gibt zwar keine neuen Zombies so in dem Sinne. Aber es gibt neue Outfits und die wechseln sich dann ab. Also man hat halt dann mehr verschiedene Zombies dadurch, dass die halt alle ein bisschen andere Klamotten anhaben und sowas. Ne? So oder so. Und dann könnten wir hier so sagen, wir machen einfach mal hier so eine Tür rein. So irgendwie, ne? Da habe ich mal einen Stützblock gesetzt, warum auch immer. Ich mach mal einfach. Und naja, dadurch wird es halt auch ein bisschen abwechslungsreicher, ne, im Spiel. So, wenn du halt dann so verstrahlte Zombies hast, also diese Radio, die mit dem Schutzanzug, die meine ich, genau. Die haben dann mal einen gelben Schutzanzug an und mal haben sie irgendwie einen blauen an und mal haben sie einen roten und einen grünen und einen pinken an, was weiß ich, gell. Sieht das halt alles wieder ein bisschen anders aus. So. Machen wir hier so einzeln, wa? Könnte man noch einen Block nach hinten gehen. Einfach so. Okay. Naja, und es wird auch übrigens neue POIs geben in 7 Days. Also da wird es auch einige neue Sachen geben. Ich bin echt mal gespannt. Freue mich schon drauf. Ja, und ich kann ja schon mal so als kleine Vorwarnung, also wenn dann die Alpha 22 irgendwann erscheint, dann werde ich natürlich von einer Folge auf die nächste dieses Let's Play hier beenden, ja. Ich kündige das schon mal an, ja. Ich werde dann auch die Folgen, die ich vielleicht sogar schon fertig hochgeladen habe, die werde ich dann wieder löschen. Also solange sie nicht veröffentlicht sind, ja. Ich denke aber mal, dass wir den Bunker bis dahin einigermaßen hier fertig haben sollten. Also einmal testen will ich ihn auf jeden Fall. Okay. So, dann machen wir hier noch ein bisschen raus.
So. Und hier würde ich sagen, hier machen wir einfach mal so. Hier machen wir uns so eine Stahltür rein. Dann nehmen wir uns mal den hier. Drehen den mal ordentlich. So. Gut. Und dann können wir uns hier. Können wir uns hier eine ordentliche Wand reinbauen. So. Ich habe so viel gebaut, das Spiel kommt schon nicht mehr richtig damit klar, wenn ich hier Blöcke setze und irgendwie, keine Ahnung. Kommt mit den Texturen nicht mehr hinterher, kommt mit den Blöcken nicht mehr hinterher, ne? Mag man schon richtig. Wird langsam ein bisschen viel fürs Spiel. So, dann müssen wir aber auch in der nächsten Folge dann auf jeden Fall. Jetzt müssen wir gerade gucken. Wir gehen doch hier rein. Jo. Dann machen wir hier das Generatorräumchen rein. Da merkst du hier, das passiert immer öfter, dass ich hier durch die Welt auch schauen kann und so, ne? Also. Nicht so schön. Ein bisschen mehr Licht wäre hier ganz gut. So duster hier. Siehst du die Hand vor Augen nicht? Schon wieder durch die Welt gucken, ey. Da, merkst du? Mann, oh Mann, oh Mann, ey. 7 Days to Die leicht überfordert. So. Ja, ein bisschen größer kann der ruhig noch werden, der Generatorraum. Hä? Dachte ja eigentlich. Die Tür vielleicht eins versetzen? Versetzt die Tür. Ich finde das nicht schön, wenn man hier so reinkommt und hat direkt hier an der Wand die Tür. Das gefällt mir nicht. Machen wir die lieber eins rüber. So. Jetzt machen wir hier diesen. Formkopie. Formkopie. So, dann hat man hier wenigstens noch so ein bisschen Platz. Okay. So. Das war jetzt einer, ne? Ein Block. Nur einen noch. Sollen ja auch Platz haben hier drin. Wenn das immer alles so klein und beklemmend ist, ist das irgendwie doof. So. Jetzt da drauf die Wand. Ne, ich nehme noch einen. Einen nehmen wir noch weg. Da machen wir die Wand drauf.
So. Schön. Schon haben wir hier einen super Elektroraum. Ein Elektrokabuff. Dann hier noch den einen Block weg, hä? Das sieht doch schon halbwegs nach was aus, das hier. Das war wirklich eine gute Idee. Vielen, vielen Dank für den Kommentar. So, sehr schön. Jetzt noch eine Decke rein, dann müssen wir hier oben noch einen Block rauskloppen. So, ich glaube, das sollte passen. Da haben wir einen vergessen. Da die Ecke. Da oben einen rein. Da einen rein. Da die Ecke. Oh, passt. Das soll ja auch eine ordentliche Auflage haben, ne? Ansonsten funktioniert das nicht. Das hält nicht. So. Und hier könnte man ja eigentlich... Oder nee. Ich mache hier einen ganzen Block rein. Wenn wir hier später irgendwie eine Lampe an die Decke hängen wollen, dann hängt die nämlich in der Luft. So. Okay. Schön. Das heißt, jetzt können wir hingehen, nehmen uns hier unsere Elektrozange. Dann heben wir den nochmal auf.
den auch. Ein Schild kann man gar nicht aufheben oder was? Echt jetzt? Na toll. So. Dann die zwei Generatoren. Fangen wir mal hier an, ne? Schilder habe ich keine mehr, ne? Müssen wir uns Schilder machen gehen. Ich habe ja unten auch noch die Türen. Da könnten wir auch mal eine setzen. Wir könnten mal spaßeshalber eine Stahltür anwerfen. Stahltür. Stahltür 01. Oh, es gibt auch doppelte Stahltüren. Verfolgen. Warte mal. Warte mal. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen Federn. Wir brauchen die blauen Dinge. Ich hatte hier vier Eisendoppeltüren gemacht. Ja, die Doppelstahltüren, die passen ja, die passen zwar hier rein, aber dann passt das mit der Rundung ja nicht, ne? Das ist ja das Doofe. Das ist das Blöde. Na ja, gut, ich mach mal zwei doppelte Stahltüren. Stahltür 01, davon machen wir auch mal zwei. So, dann packen wir den Kram wieder weg. Teile. Dann haben wir hier noch Gold gefunden für den Händler. Schon wieder 30.000 Steine voll, ey, das gibt's nicht. Und Nitrat. Gutes Nitrat. So, wie sieht denn das hier hinten aus mit meinem Schießpulver? Dauert eine Ewigkeit, ne? Es dauert und dauert und dauert. So, wir haben noch zwei Skillpunkte. Wir waren dran bei der Beweglichkeit, ne? Der kostet ja schon zwei. So. Verursacht Schaden mit Kopfschüssen, 250% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Bögen, Handfeuerwaffen und Messern eine Chance, um 30% dein Ziel zu zergliedern. Boah, nehme ich, ne? Okay. Damit komme ich klar. So, warte mal. Ja gut, das hier, das dauert jetzt halt noch ein paar Minuten. Wie viele Motoren haben wir denn? Das wurde nämlich auch schon gefragt. Wie viele Motoren wir haben? Elektro... Da haben wir ja noch drei Generatoren. Ja, da können wir die ja auch schon mal mitnehmen. Da, Scheinwerfer. So eine komische Lampe da, ne? Beistelltischlampe. Nee. Laterne. Es gibt doch auch die Deckenlampen, oder nicht? Wo sind die denn? Ach, das sind Glühbirnen. Eine einfache Glühbirne. Ja. Irgendwie sowas brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir auch Scheinwerfer, elektrische Teile und geschmiedetes Eisen. Elektrische Teile, Scheinwerfer und geschmiedetes Eisen. Einfache Glühbirnen. Machen wir mal 6 Stück von. Wer hat, der hat. So, dann können wir mal hier gucken. Nehmen wir uns mal eine so eine Stahldoppeltür hier mit. Dann gehen wir gleich nochmal hier hin. Wir haben ja eh nicht mehr so viel Zeit. Es ist ja schon 14 Uhr. Wir müssen nur noch rüberfahren. So, hier, weil das ist das Problem mit den Stahltüren. Wenn die so da sitzen, beziehungsweise wenn die hier so sitzt, dann ist das natürlich schön, dass wir da oben so eine Rundung haben. Aber das nützt uns mal gerade gar nichts, ne?
Weil er muss es ja doch so zumachen. So, dann haben wir hier 5 Generatoren. Und ach so, Schilder. Schilder hätten wir noch gebraucht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Nägel hier habe. 50, ja, das passt doch. Hölzerne Schilder. Die können wir auch schnell im Inventar machen. Das ist ja schön. Gut, sehr gut. So, dann machen wir hier 9 mm Geschütze. So, dann hatten wir, was war das andere? Ach, das waren die Elektrozäune, ne? Elektrozaun. So, die 2. Jetzt die Frage. Wir könnten natürlich... Habe ich die Elektrokabelverschaltungen nicht mitgenommen, ne? Wir müssen das nochmal irgendwie ein bisschen... Weil das Problem ist, du siehst ja die, das ist Fluch und Segen, ne? Du siehst ja die Kabel nachher nicht mehr. Also, ne, wenn du hier die Dings in der Hand hast, siehst du ja keine Kabel mehr, die hier gespannt sind. Das heißt, ich kann dir so, gut, in dem Fall ja, aber ich kann dir ja nicht sagen, von wo nach wo die Kabel gehen, wenn mal irgendwas nicht geht. Ich muss immer erst die Kabelzange in die Hand nehmen, ne? Das heißt, wir müssen uns... Weil wir das ja hier auch nicht sehen werden, ne? Wo die Kabel hier irgendwie durch die Wand gehen. Wir müssen uns hier innen drin nochmal 5 Kabelverschaltungen hinsetzen, damit ich ordentlich durch die Wände komme, weil wenn ich von hier aus irgendwas verkabeln muss, was da hinten ist, dann muss ich das hier irgendwo anbringen können. Sonst reißt mir das Kabel wahrscheinlich ab. Das heißt, wir machen hier noch 5 Elektroverschaltungen hin. Völlig unabhängig auch davon, ob wir sie wirklich brauchen, aber ich mache die da auf jeden Fall hin. So, 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 die machen wir schon mal so. Und dann gehen wir von den Generatoren erstmal zu den Kabelverschaltungen. Irgendwie so. Gut, so, jetzt haben wir 15 Uhr. Jetzt packe ich mein Werkzeug hier ein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann geht's auf zum Blutmond. Zum letzten, ich glaube hier den Beton und die Pflastersteine nehme ich mal mit. Und die Nagelpistole auch. Werkzeug brauchen wir, glaube ich, hier nicht. Ein paar Pflastersteine nehme ich mir mit. So, dann können wir da was reparieren. Vielleicht auch noch ein bisschen Stahl. So. Das noch da, das noch da, das noch da. Wir haben 11 Reparaturkits. Wir haben Schrotmunition. Wir haben die Munition. Wir nehmen uns noch die 9 mm mit. Wir haben Essen. Wir haben Trinken. Wir haben Kaffee. Wir nehmen uns Drogen mit. Hier. Steroide. Nahkampfschaden, Betäubungswiderstand plus 100. Ja, wir nehmen das mit. Schadensvermeidung plus 40. Fernkampfschaden plus 50. Laufgeschwindigkeit 10. Okay. Gut. So, ansonsten Verbände und so haben wir da. Honig, Antibiotika, Pillen. Passt. Ich glaube, ich nehme mal gerade noch hier 15 Klebeband raus
und die Eisenbarren. Und dann machen wir noch Reparaturkits. 15 Stück. So, schmeißen die wieder da rein. Und dann haben wir es. Dann hocke ich mich jetzt auf mein Moped und fahre rüber. Aber vorher machen wir noch hier die Stahltür doppelt. Die pinnen wir noch ab. Benzin. Haben wir 2000. Warte, ich nehme ein bisschen was mit. Man weiß ja nie. Ölschiefer, Benzin. So, das reicht. Gut, prima. Dann haben wir hier unser Elektrohäuschen auf jeden Fall schon mal gebaut. Auch wenn es noch nicht ganz fertig ist, aber passt schon. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge nochmal wieder. Ich muss sowieso erstmal tanken. Dann, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Folge dann direkt Blutmond Tag 70. Macht's gut, bis denn. Tschüss.